Der Test. Rot wie ein Ferrari und schnell wie die Feuerwehr. Der Skoda Superb Kombi Sportline in der wohl ungewöhnlichsten Farbe. Aggressiv und durchaus auffällig fährt der große Tscheche vor. Ein Look, den man beim Skoda Superb Kombi so gar nicht gewöhnt ist. Für den tollen Look ist aber nicht nur die Farbe, sondern das Gesamtpaket verantwortlich. Skoda ergänzt das Ausstattungsangebot für alle Skoda Superb Varianten um die sogenannte Sportline. Aber was verbirgt sich hinter dieser Variante? Na klar, sportliche Attribute, aber nicht irgendwelche. Denn wer sein Hackerl bei Sportline macht, der bekommt künftig das komplette Programm, das Skoda anzubieten hat. Wunderschöne 19 Zoll Leichtmetallfelgen, ein supergriffiges Sportlenkrad inklusive der Schaltwippen für das DSG, also das Doppelkupplungsgetriebe. Unheimlich angenehme und tollen haltbietenden Alcantara Sportsitze, LED-Ambientebeleuchtung und ein herrliches adaptives Fahrwerk, das individuell auf die Bedürfnisse des Fahrers oder der Straße eingestellt werden kann. Das adaptive Fahrwerk schärft den Superb auf Bedarf nach und trimmt ihn durchaus in Richtung Hobbysportler. Trotz seiner beeindruckenden Länge von fast 5 Metern geht er willig in Kurven. Abhängig von der Motorisierung lässt er sich durchaus sportlich an. An seinen praktischen Werten, wie seinem massiven Laderaumvolumen von bis zu 1950 Litern, ändert das nichts. Beim Interieur selbst gibt es allerdings schon Unterschiede. Das sportliche Äußere, das setzt sich dankenswerterweise auch im Innenraum fort. Das ist alles natürlich sehr Skoda Superb, unheimlich großzügig in den Abmessungen im Raumgefühl, was natürlich auch mit dem großen Schiebedach zu tun hat. Die Armaturentafel ist perfekt aufgeräumt und ergonomisch richtig gut angeordnet. Das ist alles Skoda, wie man es kennt. Was man von Skoda nicht gewohnt ist, ist das sportliche Erscheinungsbild. Das ist relativ Audi und das fängt da auf der Seite an, Alcantara auf den Seitenwänden. Super haltbietende Alcantara-Sportsitze. Das griffige und richtig gut in der Hand liegende Sportlenkrad mit den Schaltwippen für das DSG-Getriebe, also das Doppelkupplungsgetriebe. Die LED-Beleuchtung und natürlich nicht zuletzt auch diese Carbon-Elemente. Das alles macht aus dem herkömmlichen Skoda Superb nicht nur ein großes und luftiges Auto, sondern ein absolut sportliches. Unser Test Superb mit seinem 190 PS Diesel spurtet in 7,8 Sekunden von 0 auf 100 und erreicht einen Topspeed von 233 km/h. Nicht übel für einen Neosportler. Noch eine Besonderheit der Skoda Superb Sportline ist dieser Performance Monitor, also ein Info- und Entertainment Display. Da kann man den sogenannten Leistungsmonitor aktivieren und da hat man die Bar, also den Ladedruck vom Turbo, die G-Kräfte bzw. die gerade abgerufene Leistung. Bringt am Ende des Tages nichts, aber schaut super lässig und sportlich aus. Das fesche Sportline-Paket ist übrigens mit allen Motorvarianten kombinierbar. Somit kann man den Superb einfach nur schnell aussehen oder ihn auch wirklich sehr schnell sein lassen. Zu haben ist der Superb Sportline in den unterschiedlichsten Varianten, sowohl als Limousinenversion als auch als richtig fetzige Kombi-Version. Dazu noch die unterschiedlichsten Motorisierungen. 4 Benzinvarianten zwischen 150 und richtig fetten 280 PS stehen hier zur Verfügung. Und bei den Dieseln reicht das Spektrum zwischen 150 und 190 PS. Und dazu, und das ist das Schöne am Superb und natürlich auch speziell für Österreich gedacht, gibt es die Superb-Varianten natürlich immer auf Wunsch mit Allradantrieb. Allrad für mehr Kurvendynamik an den eiligen Tagen und für mehr Sicherheit bei Familienausflügen. Insgesamt muss man sagen, ist der Skoda mit dem Superb Kombi ja grundsätzlich der große Wurf gelungen. Mit der Sportline-Ausstattung hat man noch das gewisse Extra, das einen unterscheidet und ja, einen emotional glücklich macht, wenn man sich dem Auto nähert und wenn man damit fährt.